Es sieht ein bisschen wie Popstar-Wahnsinn aus. Menschen quetschen sich an Absperrungen nur für ein Autogramm oder ein Foto. Keine Frage, Huub Stevens ist auf Schalke in guter Erinnerung geblieben. Und der Verein auch bei ihm. Ja, es war doch nicht umsonst, dass du 6 Jahre hier gearbeitet hast. Von daraus, dass du so einen Verein dann auch ein Teil in dein Herz schließt. Bis spät in die Nacht hatten sie verhandelt. Am Morgen leitete Stevens dann schon das erste Training. Es waren natürlich hektische Tage, die letzten Tage. Erstmal die Geschichte mit HSV und dann meldet sich die erste FC Schalke 04. Ja, dann denkt sie doch drüber nach. Ein kleiner Seitenhieb auf die Hanseaten, die beleidigt waren, weil er parallel mit Schalke verhandelte. Das ist ihm aber gerade egal, genau wie seine alten Erfolge auf Schalke. Es ist nicht wichtig, was in der Vergangenheit gewesen ist, es ist wichtig, was heute ist und morgen ist. Und darum freue ich mich für die Herausforderung, um hier wieder als neuer Trainer von FC Schalke 04 zu sein. Auch die Fans sind zufrieden, machen sich aber Sorgen, dass ihre Mannschaft statt des Offensivfußballs à la Ranjek wieder Catenaccio Marcus Steven spielen muss. Ich hoffe, dass er in der Art weitermacht, wie Rangnick es bisher gemacht hat. Also er kann den Rangnick nicht ersetzen und Hoffnung ist eigentlich, dass er die Mannschaft, sag ich mal, unter die ersten 6 bringt. Dass er genau den gleichen Schwung mitbringt, den er 1997 mitgebracht hat in die Mannschaft. Ich finde gut, dass er sich schon auskennt bei Schalke. Er kennt sich auch mit dem Verein aus, weiß auf die Fans zuzugehen. Sportdirektor Horst Held verfolgte das erste Training vom Balkon der Geschäftsstelle. Für ihn war Stevens die einzige vernünftige Lösung. Es ist auch nicht der Zeitpunkt für uns, Experimente einzugehen, sondern wir wollen Stabilität. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, wir haben ziemlich viele Tore gemacht in der Liga, ja, das ist festzustellen. Ich glaube, da sind wir an zweiter Stelle. Wir liegen aber auch an drittletzter Stelle, was die Tore, dass wir da Tore bekommen haben. Mit dem Niederländer haben sie einen Defensivspezialisten verpflichtet, der jetzt die Schalker formen soll. Da ist unheimlich viel Potenzial in die Mannschaft. Aber sie muss sich noch finden, da muss noch eine richtige Balance gefunden werden, denke ich. Viel Zeit bleibt ihm nicht. Am Donnerstag wartet Maccabi Haifa in der Euroleague und am Sonntag muss Stevens bei seinem Bundesliga-Debüt 2011 ausgerechnet nach Hamburg.